Hallo Angelfreunde, Dennis hier von Spro Deutschland. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch einen hechtsicheren Stinger bzw. Angsthaken selbst bauen könnt. Viel Spaß beim Zuschauen. Wann braucht ihr einen hechtsicheren Stinger? Immer dann, wenn ihr mit größeren Gummis auf Hecht angelt. Ich benutze solche Stinger immer erst ab einer Köderlänge von ungefähr 15 cm. Dieser hier hat jetzt 15 cm. Ihr seht hier, der Jigkopf kommt hier vorne da raus, wo er rauskommen soll. Und in der Regel kommen die meisten Bisse auch im vorderen Bereich des Köders. Wenn die Fische aber etwas schwierig beißen oder ihr Jigköpfe habt, die vielleicht nicht weit genug hier rausragen, dann ist so ein Stinger auf jeden Fall eine gute Wahl. Und deswegen mache ich dann bei einer solchen Situation immer hier vorne einen Stinger hier vor, den ich im hinteren Bereich des Köders platziere. Das könnte jetzt auch noch ein größerer Drilling sein, das ist jetzt nur als Beispiel gedacht. Für den Bau eines solchen Stingers werden gar nicht viele Kleinteile benötigt. Ihr benötigt zum einen natürlich euer Stahlmaterial, in diesem Fall muss es nicht sonderlich flexibel sein, deswegen reicht hier ein 1x7 Stahl. Ihr benötigt für den Bau eines Stingers genau 2 Quetschlösen. Der Durchmesser sollte so gewählt sein, dass der Stahl später zweimal durch die Quetschlöse passt und noch etwas Spiel hat. Und ihr braucht euren Drilling in der gewünschten Größe. Als Werkzeug natürlich für die Quetschlösen die Quetschlösenzange und um den Stahl zu schneiden eine scharfe Zange bzw. einen Seitenschneider. Die einzelnen Schritte zeige ich euch jetzt. Ich habe mir hier gerade ein Stück Stahl abgeschnitten, lieber etwas zu lang als zu kurz. Abschneiden kann man immer noch. Im ersten Schritt müsst ihr darauf achten, dass der Stahl hier vorne sauber abgeschnitten ist und nichts ausfranst, damit die Quetschhülse jetzt problemlos über das Stahlvorfach gleiten kann. In diesem Fall ist die Quetschhülse jetzt noch beweglich. Jetzt bilde ich mir eine Schlaufe. Und die Schlaufe ist die Schlaufe, die nachher über den Jigkopf kommt. So sieht das Ganze aus. Jetzt schiebe ich das Ganze hier runter, bis das Ende aus der Quetschhülse ragt. Ja, und schiebe das Ganze dann so, dass es bündig ist mit der Quetschhülse hier am Ende. Jetzt ist die Schlaufe relativ groß. Das könnte hinterher ein Problem sein. Und zwar könnte das im Drill oder auch beim Angeln einfach so über den Snap drüber rutschen. Das möchte ich nicht und deswegen möchte ich nur, dass die Schlaufe groß genug ist, damit hinterher die Öse hier des Jigkopfes durchpasst. Das heißt, ich mache das Ganze jetzt etwas enger zusammen und dann sieht das Ganze so aus und jetzt kann ich gucken, passt das noch? Ja, passt noch. Mit etwas Kraftaufwand kriege ich das halt rum. Das ist perfekt. Die Quetschhülse hier hinten ragt nicht zu weit raus. Das ist super und im nächsten Schritt nehme ich jetzt hier die Quetschhülsenzange und drücke das Ganze zu. Kräftig, aber nicht so feste. Drücken, aufmachen und jetzt seht ihr hier die Druckpunkte und die Hülse ist verschlossen. Jetzt habe ich hier die Schlaufe gebunden, die später über den Jigkopf kommt. Jetzt brauche ich natürlich noch den Drilling, das heißt, ich mache es auf der anderen Seite genauso. Ich fange an mit einer Quetschhülse, die ich hier drüber schiebe. Ich gucke mal, wie lang das Ganze werden soll. Ungefähr so lang, dass der Haken nachher sich ungefähr hier befindet. Jetzt schiebe ich den Drillingshaken hier mit dem Öhr einmal hier drüber. Und jetzt muss ich das Ganze wieder so machen, dass ich mir hier eine Schlaufe bilde. Einmal durch die Quetschhülse durch. Und jetzt kann ich das Ganze hier noch so ziehen, dass es von der Länge her passt. Ich kann das einmal daneben legen. Das ist mir noch ein bisschen zu lang. Das heißt, ich verschiebe es noch mal ein bisschen. Jetzt sieht das Ganze so aus. Das könnte eine Länge sein, mit der ich zufrieden bin. Und jetzt mache ich das wie gerade. Ich quetsche das Ganze zusammen. Achte vorher darauf, dass die Schnüre parallel in der Quetschhülse sind. Das sieht gut aus. Jetzt quetsche ich das Ganze zusammen. Und jetzt ist das Ganze natürlich noch nicht fertig, denn das Ende hier muss ich noch abschneiden. Einmal die Zange nehmen. Und fertig ist der Stinger. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie ich den Stinger hier dran machen würde. Einfach hier die Schlaufe drüber und den Köder hinten hier oben fixieren. Fertig. So, das war's für heute. Ihr habt gesehen, so ein hechtsicherer Stinger ist kein Hexenwerk. Probiert es zu Hause aus, bindet euch welche vor, dann seid ihr am Wasser auf jeden Fall gut gerüstet. Und ihr wisst ja, Zeit ist Fisch. Das heißt, alles, was man zu Hause gemacht hat, muss man am Wasser nicht mehr machen. Und das lässt sich prima zu Hause machen.
Ich würde mich freuen, wenn ich dem einen oder anderen hier einen Tipp mit auf den Weg geben konnte und euch dieses Video gefallen hat. Ja, wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen habt zu weiteren Themen, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten euch viel Erfolg am Wasser. Bis zum nächsten Mal. Ciao.